Herr Ministerpräsident, freut es Sie, dass inzwischen 2600 Bürgerinnen und Bürger den Weg hier aufgefunden haben? Ja, es freut mich natürlich, wie die Bürgerschaft sich interessiert, von welchem Ort aus sie regiert. Schließlich soll es ja der schönste Regierungssitz Deutschlands sein. Lohnt sich also hierher zu kommen. Herzlichen Dank. Herr Ministerpräsident, wir haben den Gästen gerade erklärt, wie die Arbeit der Landesregierung hier unter Ihrer Leitung vonstatten geht. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das hätte ich mir nicht so vorgestellt, dass das so schwierig ist, das Regieren? Und gibt es etwas, wo Sie zunächst dachten, das sei schwierig, was sich dann als relativ einfach erwiesen hat? Würden Sie bitte das Mikro selber nehmen? Also was sich als schwierig erwiesen hat, wo ich gar nicht dran gedacht habe, wo ich falsch beurteilt habe, ist aber das Verhältnis von Repräsentation und eigentlichem Regierungsgeschäft. Also der ehemalige Bundespräsident Wulff hat mal gesagt, ein Ministerpräsident ist Bundeskanzler und Bundespräsident in einer Person. Und vor Jahren habe ich mal zum damaligen Ministerpräsidenten Oettinger gesagt, er soll mehr regieren und nicht auf jedes Leckerbärensfest gegangen. Der Spruch fällt mir jetzt jede Woche auf die Füße. Das hat sich als ganz schwierig erwiesen, ja, wo muss man als Ministerpräsident wirklich hin und wo nicht. Das können Sie ja vorstellen, dass das 100-mal so viel ist, wie ich machen kann. Und das einmal ins richtige Lot zu bringen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so eine Frage so schwierig ist. Aber daran sehen Sie sich wie im täglichen Leben, 90% unseres Lebens bestehen eben aus Trivialitäten. Und das ist beim Regieren auch so. Das war also schwerer, was natürlich viel leichter ist, als ich dachte, sind die Kabinettssitzungen. Ja? Es ist eigentlich alles vorgeklärt. Der sogenannten Vorkonferenz am Freitag, die Amtschef und mein Amtschef, der Herr Munarski, klären das alles vor, sodass hier das flutscht, wird nicht groß debattiert, kurz berichtet, dann wird entschieden und es geht dann Schlag auf Schlag. Bei tüchtigen Beamten ist alles schon gut vorbereitet und abstimmen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Und Sie haben jetzt die Chance, eine Frage zu stellen, bitte sehr. Aber keine Erklärung, Frage bitte. Ich halte mich ganz kurz. Herr Kretschmann, guten Tag. Ich würde fragen, was wollen Sie denn tun, um Ihr Wahlversprechen einzuhalten, die Affenversuche in Tübingen einzustellen? Dankeschön. Also wir haben ja neu eingeführt eine Tierschutzbeauftragte, die Frau Dr. Cornelie Weber. Das ist jetzt Jäger. Die ist dafür zuständig und muss sich jetzt mit diesen Fragen befassen. Und da sind wir, glaube ich, dabei, diesen schwierigen Sachverhalt zu klären, was wir da machen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bitte sehen Sie nach im Interesse der anderen Wartenden. Wir haben noch eine lange Warteschlange auf der Treppe. Schön, dass Sie heute Nachmittag unsere Gäste waren. Weiterhin viel Freude. Es gibt noch sehr viel Interessantes drüben bei meinen Kollegen von der Landesvertretung Brüssel, bei den Kollegen von der Berliner Landesvertretung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Samstagabend und einen noch schöneren Sonntag. Und schöne Ferien gegen die ab Mikroferien ab. Ich beneide dich. So, bitte sehr.